würde sagen, Film ab. Die Bühne ist deine. Ja, vielen Dank fürs Abstimmen. Das war für mich natürlich jetzt auch ein wichtiges Bild, wie viele von Ihnen jetzt tatsächlich schon Solarparks in den Gemeinden haben. Das waren ja sehr, sehr wenige mit nur zwei, wenn ich das richtig gesehen hatte, aber eben einige, die in Planung sind. Starten wir gleich rein. Ich gucke noch mal kurz auf die Zeit. Ach. Klassischerweise ist es so, dass erst die Vorhabenträger auf die Landwirte zugehen. Deshalb habe ich hier den Traktor mit dem schönen Kremserwagen für Sie abgebildet, weil die Vorhabenträger erstmal die Flächen sichern. Und da haben Sie als Kommune wenig Handlungsspielraum, wenn Sie nicht selbst proaktiv auf Ihre Flächeneigentümer zugehen. Im Idealfall haben Sie selber eigene Flächen, sodass vielleicht auch Vorhabenträger auf Sie zukommen. Aber es kommt halt häufig erst vor, dass Sie später von den Planungen erfahren, wenn bereits Nutzungsverträge bzw. Gestattungsverträge, also eine Flächensicherung, stattgefunden hat. Und dann kriegen Sie als Gemeinde davon mit. Und dann fragen Sie sich natürlich erstmal, okay, was jetzt? Wir müssen uns zusammensetzen. Vielleicht setzen Sie sich auch direkt in einen eigens dafür gegründeten Ausschuss oder eben in die Gemeindevertretersitzung, um sich zu besprechen. Da müssten Sie erstmal klären, welche Flächen sind überhaupt betroffen. Das ist erstmal die wichtigste Frage, denn ausgehend davon, welche Fläche betroffen ist, können Sie vielleicht nach der heutigen Veranstaltung schon einschätzen, ob diese Flächen überhaupt Aussicht auf Erfolg haben werden und damit meine ich, überhaupt nach aktuellem Recht eine Baugenehmigung bekommen können. Das sollte deshalb heute die wichtigste Botschaft sein, dass Sie bei allen Fragen, die Sie bekommen, für alle Flächen erstmal selber schauen können, ob die überhaupt Baurecht nach aktuellem Recht bekommen. Weitere Fragen, die Sie sich stellen sollten, sind zum Beispiel auch, wie groß ist eigentlich die Fläche? Wie wirkt die sich zum Beispiel auch auf das Gemeindegebiet und die anderen Planungen aus? Wie nah wäre diese Fläche am Wohngebiet? Oder was war vielleicht auch vorher auf dieser Fläche? Ist da zum Beispiel eine intensive Landwirtschaft betroffen worden? Vielleicht fragen Sie sich auch, was mit den ganzen Tieren ist oder mit dem Artenschutz in Ihrer Gemeinde, wenn ein solcher Solarpark kommen wird. Weitere Fragen, die auch noch auftauchen, wären, ob zum Beispiel der geplante Solarpark mit den Zielen der Gemeinde für den Ausbau im Einklang steht und vielleicht auch, wie Ihre eigene Haushaltssituation ist und wie ein Solarpark die Haushaltssituation verbessern könnte. All solche Fragen sollten Sie dringend aufschreiben und für sich nach und nach Stück für Stück klären. Denn alles auf einmal ist gerade als Ehrenamtlerin oder Ehrenamtler sehr, sehr schwierig. Schauen wir uns als nächstes an. Ich muss auch noch kurz gucken. Ja. Auf welchen Flächen überhaupt die Solarparks geplant werden können. Grundsätzlich gilt dabei, dass die Solarparks immer einen Bebauungsplan brauchen, der aus einem Flächennutzungsplan entwickelt wird. Und wie ein solches Bebauungsplanverfahren bei Solarparks abläuft, das haben wir auf einer tollen Übersicht für Sie dargestellt, die Sie sich kostenlos auf unserer Website in der Mediathek herunterladen können. Und dort sehen Sie dann auf einen Blick, wie das Bebauungsplanverfahren funktioniert. Ich habe das auch für Sie heute mitgebracht. Ich zeige Ihnen das gleich auch nochmal. In diesem Bereich hat die Gemeinde eine Planungshoheit. Also das heißt, die Gemeinden können über den Bebauungsplan bestimmte Flächen selber planen und entwickeln. Eine Ausnahme gibt es aber inzwischen oder mehrere mittlerweile schon, die sogenannten privilegierten Flächen für Solarparks. Diese privilegierten Flächen sind im Baugesetzbuch festgelegt und diese sind dann so gestaltet, dass sie in ein Baugenehmigungsverfahren gehen, also nur noch ein Bauantrag gestellt werden muss durch den Vorhabenträger und dann die Gemeinde nicht über den Bebauungsplan die Steuerung hat. Wichtig ist aber für Sie zu realisieren, Solarparks sind nur auf ganz bestimmten Flächen zugelassen. Das ist jetzt ein bisschen theoretisch. Deshalb gibt es nämlich diese Grafik. Das ist eine von mehreren Infografiken, die wir für Sie entwickelt haben, weil es zeigt, wie die unterschiedlichen Regelungen zusammenspielen. Und da möchte ich ganz kurz drauf eingehen.
Der Grundsatz für die Planung ist unser Landesraumentwicklungsprogramm oder kurz auch LEP. Dieses ist von 2016, mittlerweile haben wir 2024. Sie können sich also vorstellen, dass in der Zwischenzeit viele gesetzliche Änderungen gerade auf Bundesebene in Kraft getreten sind, die dazu führen, dass viele Vorhabenträger gerne die Bundesgesetzgebung anwenden möchten, aber wir das Landesrecht haben, was da teilweise auch dagegen spricht. Also, das LEP ist im Moment die maßgebende Regulierung für die Photovoltaik-Freiflächenanlagen. Und die sieht vor, dass Solarparks zum Beispiel insbesondere auf Konversionsstandorten geplant werden sollen oder auf Deponien oder versiegelten Flächen. Und wenn sie auf landwirtschaftlichen Flächen gebaut werden sollen, dann nur im 110-Meter-Streifen beiderseits von Autobahnen, Bundesstraßen und Schienenwegen. Da mache ich jetzt eine Pause, weil das ist die wichtigste Regelung, die hier im LEP geregelt ist. Wenn Sie davon eine Abweichung machen möchten, von dieser Regelung, dann brauchen Sie ein Zielabweichungsverfahren und müssen einen Antrag stellen auf eine Zielabweichung. Das ist zum Beispiel auch der Fall, wenn ein Vorhabenträger auf Sie zukommt, der im 200-Meter-Streifen zum Beispiel entlang einer Autobahn bauen will und glaubt, er könne das einfach so machen, weil es sich dabei um eine privilegierte Fläche handelt. Aber für die Differenz von 110 Meter zu 200 Meter bräuchte er trotzdem eine Genehmigung sozusagen, eine Sondergenehmigung, weil dieses von dem Ziel der Raumordnung, diesen 110 Metern, abweicht. Gerne erklären wir Ihnen das auch nochmal in Ruhe, aber so ist erstmal also die wichtigsten Grundlagen. Und diese 500 Meter, die Ihnen auch immer wieder begegnen werden, das ist eine Regelung für die Förderkulisse, aber nicht für die baurechtliche Zulässigkeit. Das heißt, wenn ein Vorhabenträger sagt, ich möchte einen Solarpark in einem 500-Meter-Streifen, zum Beispiel entlang einer Autobahn bauen, dann heißt das erstmal, dafür könnte er eine EEG-Förderung bekommen. Das heißt aber nicht, dass er da einfach so bauen kann. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Message, die ich Ihnen mitgeben will, weil das nämlich bedeutet, dass wenn Sie laufende Verfahren haben, die sich nicht an diese Regeln halten, werden sie vom Landrat ein Ablehnungsbescheid bekommen, weil ihre Planung nicht den Zielen der Raumordnung entspricht. Unweigerlich stellt sich natürlich die Frage, was ist denn, wenn meine Fläche nicht dazu zählt? Und das wird vielen so gehen, also das wissen wir aus unseren Beratungen, es geht vielen Vorhabenträgern so, aber auch vielen Kommunen so. Und aktuell wird an einer Gesamtfortschreibung dieses LEPs gearbeitet von 2016, was dann auch bedeuten kann, dass dieser 110-Meter-Streifen aufgelöst oder verändert wird. Sie können auch innovative Vorhaben planen. Da gibt es jetzt gerade eine aktuelle Liste von genehmigten innovativen Vorhaben, die halt leichter von diesem Ziel der Raumordnung abweichen dürfen. Sie können auch einen Solarpark planen, der nicht raumbedeutsam ist. Also darunter versteht man in der Regel, dass es unter 5 Hektar ist. Oder Sie können Agri-PV planen. Und das machen jetzt immer mehr Gemeinden. Das liegt daran, dass bei der Agri-PV, also wenn eine Kuh zum Beispiel wie hier unter den Solarmodulen steht, vereinbar wäre mit den Zielen der Raumordnung, weil die Fläche weiterhin überwiegend landwirtschaftlich genutzt wird. Eine Agri-PV-Anlage kann somit zielkonform mit dem Landesraumentwicklungsprogramm ausgeübt werden. Soweit zum Planungsrecht. Das schieben wir jetzt beiseite und widmen uns den weiteren Fragen, die Sie haben könnten. Wie nah kann ein Solarpark ans Wohngebiet gebaut werden? Bei Windenergie kennen Sie das vielleicht, da gilt die 1000-Meter-Regel. Bei PV-Anlagen ist das nicht so. Hier haben wir in der Landesbauordnung eine Regelung, dass mindestens 0,4 der Höhe, mindestens aber 3 Meter zur Grundstücksgrenze nur liegen muss. Das erscheint uns auch erstmal ziemlich wenig und deshalb ist es gut, wenn Sie die Bebauungsplanung durchführen können, um hier im B-Plan auch gewisse Festsetzungen zu treffen. Eine weitere Möglichkeit ist, dass Sie sich Gedanken machen, wie Vorhabenträger in Ihrer Kommune bauen dürfen. Das gibt aber nur eine Orientierung. Sie können also einen Kriterienkatalog entwickeln, wie es die Gemeinde Kleinvielen gemacht hat. Und sie hat gesagt, wir wollen mindestens 500 Meter zur Wohnbebauung. Eine weitere Frage, die ich zu Beginn aufgezeigt habe, ist, was passiert eigentlich mit diesen Flächen? Wie wird das aus Naturschutzsicht beurteilt?
Da kann man erstmal grundsätzlich sagen, dass aus naturschutzfachlicher Sicht die Flächen trotz oder auch gerade wegen der Nutzung dieser großflächigen Freiflächenphotovoltaik ein idealer Rückzugsort sein können. Das Bundeswirtschafts- und Klimaschutzministerium, das BMWK, hat zur Umsetzung von naturschutzfachlichen Kriterien in Photovoltaik-Freiflächenanlagen auch einen Leitfaden erst kürzlich veröffentlicht, den Sie auch in den Nachbereitungsfolien sehen werden. Die haben hier bestimmte Mindestkriterien festgelegt, die zukünftig eingehalten werden müssen. Es gibt auch gerade eine laufende Untersuchung zur Biodiversität Solarparks auf ehemaligen landwirtschaftlichen Flächen. Auch das könnte gegebenenfalls für Sie interessant sein, was da alles möglich ist und wie Sie das durch den B-Plan absichern können. Kommen Sie da auch gerne im Nachgang auf uns zu. Ja, jetzt haben Sie schon weniger Fragen, aber nichtsdestotrotz sind da noch Fragen. Es stellt sich zum Beispiel die Frage, welche Rolle wollen Sie jetzt einnehmen? Nachdem Sie die wichtigsten grundlegenden faktischen Fragen geklärt haben, ist natürlich jetzt die Frage, was habe ich damit zu tun und wie kann ich das Ganze steuern? Und da müssen Sie sich die Rolle der Gemeinde klar machen. Und da möchte ich nochmal, gerade weil Sie auch einige von Ihnen neu gewählt sind, auf die Kommunalverfassung hinweisen. Denn hier ist nochmal eindrücklich gesagt, dass Sie zuständig sind, wichtige Entscheidungen zu treffen, aber auch zu überwachen. Das heißt, wenn Sie eine Entscheidung für einen Solarpark treffen, dann treffen Sie eine Entscheidung für 20 Jahre und mehr. Und das ist also wichtig, sich da, auch wie hier heute darüber zu informieren, um halt auch im Rahmen des Gemeinwohls gute Entscheidungen zu treffen, die auch im eigenen Wirkungskreis liegen können, wie zum Beispiel es auch der Naturschutz tut, die Bauleitplanung und auch die Versorgung mit erneuerbaren Energien. Sie können heute mitnehmen, dass es drei entscheidende Rollen gibt, nämlich die reaktive Rolle, die reaktiv gestaltende Rolle und die proaktiv gestaltende Rolle. Und was das Ganze heißt, das erkläre ich Ihnen am besten mit Beispielen. Die Stadt Greifswald, ja, eine größere Stadt, nichtsdestotrotz auch vielleicht anwendbar auf Sie, hat eine Optionsfelderanalyse gemacht. Sie hat nämlich eigene Flächen und hat die sozusagen geprüft, wie gut die geeignet sind. Dafür haben sie sich sechs Kriterien festgesetzt, die Sie hier auch finden werden auf der Nachbereitungsfolie. Sowas ist für Sie auch interessant, wenn Sie allgemein gucken wollen und Ihre Flächeneigentümer mit ins Boot kriegen, zum Beispiel hier geeignete Flächen auszuwählen für Solarparks. Wenn Sie jetzt sagen, ja, okay, wir machen das mit dem Solarpark, wir starten in die Bauleitplanung, dann wird Ihnen dieses Handout von uns helfen. Das ist nämlich dieses vorhin angekündigte, vorhin angekündigte Übersicht zu den Solarparks, wie das ganze Planungsverfahren hier abläuft. Und da haben Sie zunächst einmal den Aufstellungsbeschluss. Das ist dann die Anstoßwirkung für die genauere Prüfung des Solarparks. Und innerhalb dieser einzelnen Phasen werden auch die Bürgerinnen und Bürger mit einbezogen. Das ist formell so geregelt, das muss passieren. Anders ist das bei den sogenannten privilegierten Flächen, weil da dann nur ein Bauantrag gestellt wird. Da ist die Öffentlichkeitsbeteiligung deutlich geringer, beziehungsweise nur über die Behörden geregelt. Wenn Sie die Prüfungen hier bestanden haben und zum Beispiel aus Umweltgesichtspunkten oder Belangen des Umweltschutzes nichts dagegen steht, dann können Sie nach circa, ja, 1 bis 2 Jahren vielleicht den Satzungsbeschluss fassen. Und dieser ist ein ganz, ganz wesentlicher Zeitpunkt, um die finanzielle Beteiligung zu regeln. Dazu kommt Jonathan später noch. Ich habe es gerade gesagt, innerhalb dieses Verfahrens müssen Sie mit den Bürgerinnen und Bürgern ja, in Kontakt treten und diese über die Planung informieren. Und hier haben wir zum Beispiel die Gemeinde Holthusen beraten. Sie hat auch einen Solarpark geplant. Das war konfliktbehaftet. Es gab auch eine Bürgerinitiative und gemeinsam mit uns haben wir ein Kommunikationskonzept entwickelt, um die BürgerInnen einzubeziehen und möglichst viele zu informieren. Wir haben eine Bürgerinformationsveranstaltung in der Sporthalle geplant und hier über Haushofsendung und einen schön gestalteten Flyer alle BürgerInnen auch informiert. Also innerhalb des Verfahrens ist das sozusagen notwendig, dass Sie das mitdenken. Aber auch nach einem Verfahren lohnt es sich, die Bürgerinnen und Bürger weiterhin mit einzubeziehen. Hier haben wir beispielsweise gemeinsam mit der Gemeinde Lüttow-Wallun eine feierliche Einweihung eines Solarparks gemacht. Und das war
ursprünglich für 20 Leute ausgelegt und es war so beliebt und begehrt, dass wir auf 76 ja, Teilnehmerinnen und Teilnehmer umplanen mussten und hier ganz feierlich der Solarpark eingeweiht wurde und es auch eine Führung innerhalb des Solarparks gab. Und das hat dann vielen gezeigt, wie das Ganze vor Ort wirklich funktioniert und dass sie davon als Gemeinde profitieren. Die letzte Folie, die ich für Sie mitbringe, ist ein Vorschlag für die Planung des Solarparks. Es nennt sich Klima Canvas und das ist ein Projektplanungstool. Eigentlich ist es eine A4-Vorlage, aber die sortiert halt Ihre Gedanken ganz gut nach unterschiedlichen Kategorien, die hier links gelistet sind. Und das ermöglicht Ihnen eine moderne Art und Weise in der Gemeindevertretung, solche Vorhaben zu durchdenken und dort Schritt für Schritt vorzugehen. Komme ich nun zu meinem Fazit. Kommunen sollten sich wirklich einen Plan machen, wie sie damit umgehen wollen, weil das, was sie entscheiden, das hat Wirkung für 20 Jahre und mehr. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass sie ihre Rolle festlegen, also was sie sozusagen leisten können als Amt, aber auch als Ehrenamtliche. Über das Planungsrecht haben sie viele Möglichkeiten, den Solarpark zu steuern, auch im Bereich Naturschutz. Und auch wo er gebaut wird im Idealfall. Wichtig ist auch, dass Sie Probleme zusammendenken. Sie können zum Beispiel durch die Solarparks die Artenvielfalt erhöhen oder vielleicht auch die Lebensmittelproduktion weiterhin gewährleisten, wenn Sie Agri-PV planen. Solarparks dienen auch zur Steigerung der dauernden Leistungsfähigkeit. Darauf wird Jonathan Metz gleich näher eingehen. Und auch der Erfüllung von Pflichtaufgaben, wenn Sie mit den Einnahmen bestimmte Ausgaben tätigen können, die Ihnen das sonst vielleicht nicht möglich machen. Sie haben auch einen Beitrag zur Versorgungssicherheit und zu Klimaschutz, aber das ist Ihnen sicherlich schon bekannt, sonst wären Sie heute nicht hier. Und das Wichtigste ist, Sie sind nicht alleine. Gucken Sie sich an, wer hier alles heute mit dabei ist, trotz der Hitze. Und ich hoffe, dass Sie gemeinsam das angehen. Sprechen Sie auch mit Ihren Nachbarkommunen darüber, denn Sie können sich auf jeden Fall helfen. Sie sind alle im Gleichboot. Vielen Dank.